So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal gucken, ob man mich schon hört. Ja, man hört mich, das ist wunderschön. So muss das, gut. Nintendo hat sich tatsächlich an die Zeit gehalten, die sie angekündigt haben und hat beschlossen, sie tun jetzt mal schnell hier Patchnotes und hast du nicht gesehen und alle sind glücklich und so. Ja. Also gucken wir doch mal, ob das, also ne, was das für die Patchnotes, was das für welche sind. Wie ich erwarte, dass das Spiel sich entwickelt und so. Und einfach eine kleine Analyse und so, ne? Genau. Ich habe mal geschrieben, was ich so ungefähr erwarte. Ich habe sie noch nicht gesehen, die Patchnotes. Daher würde ich mich auch freuen, wenn hier jetzt keiner irgendwelche Mega-Dingskirchens hier raushaut und so. Genau. Ich gehe davon aus, dass sie die Splash nicht nerven. Es ist die letzten 5 Monate haben im Endeffekt gezeigt, dass sie die Waffe so stark halten wollen und okay, kann man akzeptieren, wenn sie die richtigen Schritte gehen, sag ich mal, dann geht es auch. Man kann das schon so umsetzen, nur man muss es halt entsprechend dann andere Schritte ergreifen. Und die wurden zumindest nicht getan und deswegen war das Spiel in letzter Zeit so unfassbar langweilig, ehrlich gesagt. Genau, so. Der große Counter für Shooter sind im Endeffekt Brellas. Weswegen ich vermute, dass sie die Brella-Klasse dieses Mal im Patch ein bisschen Dingenskirchensen tun werden. Ne? Ich glaube, sie werden da auf jeden Fall weitere Bugfixes rausballern. Hi, Smoky. Und geben der Brella-Klasse vielleicht zusätzlich noch einen Buff oder so, weil Brellas halt vom Ding her eigentlich ein Shooter-Counter sind. Man kann sie nur nicht spielen, weil sie halt so dermaßen kaputt sind und so dermaßen schlecht sind, dass es halt nicht funktioniert. Von daher vielleicht wäre so eine Hoffnung, dass sie die mal ein bisschen ins Auge nehmen. Ja, ansonsten mit Kraken ist halt Reslider und Stamp beide wertlos geworden. Das wäre ganz cool, wenn sie die buffen würden. Ja, da wäre also ne irgendwas, dass Stamp und Reslider halt nicht so wie fünftes Rad am Wagen machen würden, fühlen würden. Genau, beim Kraken müssen sie irgendwas tun wegen Tower Control und Clamps hauptsächlich, ne? Hallo Schmü. Ja, da müssen sie irgendwas tun. Ich hoffe, sie haben da was getan. Sie werden garantiert die 52 komplett ohne Grund buffen, weil sie das immer tun. Sie werden auch garantiert ganz viele Shooter ohne Grund buffen, weil Shooter eigentlich gut genug sind. Aber sie sind halt im Vergleich zur Splash immer noch nicht viel gespielt. Deswegen muss man die Shooter buffen. Ich fände es ganz cool, wenn sie den Angle-Shooter ein bisschen buffen würden. Zum Beispiel sowas wie, dass man Damage kriegt, wenn die Linie berührt wird. Und ich würde eigentlich noch auf Blaster-Buffs hoffen, weil Blaster in dem Game einfach aktuell nicht wirklich viable sind. Da könnte man mehr tun. So, und ja, mal gucken. Ich hoffe, du konntest dem ausweichen. Ich habe sämtliche Benachrichtigungen für alle Chat-Programme, die ich habe, ausgeschaltet. Ich habe nichts mitgekriegt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Noah geschrieben hat, das ist ein größerer Patch. Das ist alles, was ich von dem Patch bis hierhin weiß. Dass er wohl größer ist und ein bisschen mehr umsetzt als die letzten. Aber mehr weiß ich nicht. Achso, und natürlich, wenn sie die Sloshing Machine nerven. So komplett ohne Grund. Keine Ahnung, für sie oder so. Oder vielleicht die Booyah-Bombe so das Schild wegmachen oder so. Einfach so. Gut, schauen wir mal. So. Version 3.1.0. Released im März, also am 30. März. Gut, also. Ja, okay, DLC-Changes erstmal. Sie haben ein bisschen neues Zeug zum Inkopolis-DLC hinzugefügt. Splatfest! Ja genau, das ist der neue Song, der ist ja schon veröffentlicht worden. Na, oh, den darf man sogar anhören, wenn man den DLC nicht hat. Ach, wie freundlich! Mario Movie Werbung, I see. Smile away the spoilers. So. Adjusted the points awarded for each category. Hä? Ach so. Ah ja, das ist ja interessant. Also der Anfang ist jetzt nicht mehr so wichtig. Die Conch-Shells sind das, glaube ich, ne? Die sind nicht mehr so wichtig. Die, wer was gewotet hat, ist deutlich weniger wichtig. Und jetzt kann man es im Tri-Color-Battle dafür zurückholen. Ah ja, das ist ja lustig. Okay. Gut, jetzt wird's interessant. Die Main-Weapons wurden geändert. Splattershot Nova kann sich 10% schneller bewegen. Alter, die liegen ja richtig los. Okay, und Dingskirchen zerpaintet jetzt seine Füße ein bisschen häufiger. Luna Blaster kriegt wirklich einen Buff. Ja, moin.
Was? Nee. 50%, oh mein fucking Gott. Das ist ja insane. Ihr wisst ja, was 50% beim Tri-Strike waren. Das hat der Luna Blaster jetzt auch. WTF. Das ist ja übel. Krass. Okay, der Big Swig Roller wurde gebufft. Damage Fall of Rate based on Vertical Swing Distance, making the amount of damage fall. Okay, also ich glaube, der Big Swig macht jetzt mehr Fall of Damage, was nicht so viel Unterschied machen wird. Die 100, ja genau, man kann jetzt auf eine größere Entfernung 100 plus Damage machen. Auch die, Alter, die hauen ja die Prozentpunkte raus wie sonst was. Selbst 50 plus Damage ist schon ziemlich krass beim Big Swig, weil der so oft, der kann ja sau schnell flicken. Das ist ja ein Carbon, was die Flickgeschwindigkeit angeht. Der ist nur minimal langsamer als ein Carbon. Das Ding kann relativ schnell, das macht ihn, ich glaube, das hilft der Waffe tatsächlich ein bisschen. Okay, der Max Damage wurde erhöht. Ja, bin ich mal gespannt, ob das viel ausmacht, aber ist auf jeden Fall schön. Slosher! Oh oh. Okay. Boah, ey, Two-Shot Zap. Alter, das ist auch ein krasses Ding. Patchen oder sowas habe ich verpasst. Morgen kommt ein Update für Splatoon 3 raus, wo sie die Main-Waffen anpassen. Und sie haben jetzt schon, der Luna Blaster wird extrem stark gebufft. Ich meine, das ist ein guter Buff, das weiß ich nicht. Das hier ist auch interessant. Der Slosher wird auf jeden Fall immer Two-Shot sein. Das war vorher, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Okay, die Mini-Splatling darf 17% länger feuern. Ah, es würde ja ein bisschen helfen, glaube ich. Aber Mini ist. Na, es wird ja nicht. Also, das. Es ist nicht die Charge-Time, was die Mini ein bisschen schwierig macht. Ich glaube nicht, dass das viel ausmachen wird, ehrlich gesagt. Und 17% von nix ist halt immer noch nix. Okay. So, aber krass tatsächlich. Also, das sind. Die legen richtig los jetzt bis hierhin. Das hier, da freue ich mich drauf. Muss ich doch anfangen, Slosher zu spielen. Gut. Deppel Dulis. Deppeldulis können noch schneller wieder was tun, wenn sie gerollt haben. Die haben doch jetzt schon keinen Delay da drin. Okay. Aber das ist 0,6 Sekunden. Sind das 6 Frames? 5 Frames, oder? Nee. 0,06. Ein Frame ist 0,016. Das sind 4. 4 Frames, ja. 4 Frames könnten das sein. Ja, ist nicht viel, aber interesting. Increase the dodge roll movement speed. Shortening the amount of time. Ah ja, okay, also die sind jetzt, das sind jetzt die neuen Deppels und das sind jetzt die neuen neuen Deppels sozusagen. Interesting. Okay, Reflux. Okay, Reflux kriegt einen einfacheren One-Shot. Und kann im Springen schneller aufladen. Oha. Ja, ist nicht schlecht. Woher hast du die englische Version? Da. Slosher war schon Two-Hit. Ja, aber nicht mit Fall-Off. Nicht mit Fall-Off. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, bin mir ziemlich sicher, Slosher müsste Three-Shot gewesen sein. Ich muss den Shoutout-Command für mich selber mal wegnehmen. Der war eigentlich als Test noch drin. Den muss ich mal rauslöschen. Das ist der falsche Slosher. Oh, es ist wieder Splatfest. Der Raum sieht wieder mega geil aus. Ja, okay, das war nicht mein Ding getroffen. 35. Kann man natürlich gucken. Ja, der Minimum Damage war 35, das ist 3 Shot. Das ist, by the way, derselbe Damage, den der 3R hat auch. Ja, man slosht nicht so viel runter, weil man eben weiß, dass es diese Situation gibt, dass das nicht so viel bringt. Na?
Aber es gibt viele Maps, wo du oben stehst und dann runter attackieren kannst. Erstmal ein ganz einfaches Beispiel, das Museum beispielsweise. Na, also das, also nicht die Inkblot Art Academy, sondern dieses Splatoon 1 Map mit dem Drehdingskirchens. Na? Alfonsio oder wie es heißt. Museum di Alfonsio. Na? Da beispielsweise hast du sowas. Und das wird jetzt auf 50 Damage Minimum gesetzt. Was bedeutet, Slosher ist immer ein Two-Shot. Das ist ein ziemlich krasser Change, ehrlich gesagt, finde ich. So, gehen wir zurück. Genau, Reflux. Genau, der charged jetzt schneller und macht den One-Shot. Die 105 Damage, die der mit One-Shots macht, ist denn jetzt einfacher scheinbar. Okay, Angle-Shooter. Okay, der hat nichts gekriegt, was ich mir erhofft hatte. Aber dafür färbt er jetzt ein bisschen mehr. Naja, okay. Splatoon 2 Museum. Ja, die habe ich immer gemocht. Die sah zumindest gut aus. Ja, es ist halt, ich hätte mir ein bisschen Damage-Buff erhofft, aber das ist schon okay. So, Burst Bomb. Oh mein Gott, den hatte ich damals vorhergesagt. Ja, den Aim-Fix, den hat's gebraucht und den machen sie einfach nicht. Das ist beabsichtigt, leider. Tatsächlich, ich hatte eigentlich gesagt, sie sollen sie auf 55% setzen. Aber okay, 45 ist schon mal ein Anfang. Okay. Das bedeutet basically, Subsaver wird jetzt wichtiger auf Burst Bomb. Was ein bisschen ungünstig ist, weil es LDE noch stärker macht. Was im Endeffekt bedeutet, wenn ich Maximum Subsaver habe, dann verbrauche ich immer noch die X%, die ich jetzt auch schon verbrauche. Das bedeutet, ja, die Ability wird, sie wird weniger effektiv sein, wenn sie wenig hat, aber man kann trotzdem, wenn man viel davon hat, wird es näher an die alten Werte rankommen. Okay. Na gut. Nee, warte, andersrum. Subsaver reduziert das ja. Das heißt, die Ability macht jetzt mehr. Die ist jetzt besser. Ja, Last-Ditch-Effort-Buff. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Okay. So, Special Weapons wurden geändert. Inkwag. Radius des äußeren Perimeters, wenn... Okay, das Ding, das ist, wenn ich das richtig verstehe, ist der Staubsauger jetzt größer und saugt mehr ein. So. Ah, warte. Also, man kann ihn weiter werfen. Ah, schön. Und er hat einen größeren Radius. Reslider, jetzt bin ich gespannt. Ich hatte mir einen Reslider-Buff erhofft, dass der ein bisschen anders als Kraken wird. Okay, die Explosion ist nochmal größer geworden und macht mehr Damage für die Indirects. Und außerdem färbt er ein bisschen mehr. Okay. Ja, es wird nicht reichen, um Tetras gut zu machen. Inkjet. Die 50... Ein größerer Anteil von der Inkjet-Explosion machen jetzt 50. Oh, das freut mich. Das ist schön. Der 3R wird vielleicht doch sinnvoll. Na gut, okay, aber die Schadens-Area ist trotzdem gleich geblieben. Strengthen the jet of ink that comes out when pressing B. Oh, man kann höher springen. Wie schön. Das gefällt mir. Ob es Inkjet endlich jetzt in die Meta reinholen wird, glaube ich nicht. Ich glaube, Inkjet wird weiterhin in der Nische bleiben, weil einfach das Special zu hart von den anderen Specials ausgekontert wird. Aber es ist ein richtiger Weg, finde ich auf jeden Fall. Okay, Ultra Stam. Okay, das durchgehende Stampen macht in einem größeren Bereich Schaden. Okay, 43%. Alter, was die für Prozentnummern raushauen, ne? Um es nochmal zur Erinnerung, ne? Es waren 50%, was bei Tri-Strike. Das war 50% soll das gewesen sein, ne? Und jetzt hauen die mal hier so ein 43er raus. Mal eben so. The turning performance when doing continuous stamp attacks, making it easier to change direction. Okay, also man kommt, man macht engere Kurven sozusagen.
Oh! In Zukunft kann man sehen, wo man hinstammt. Das ist schön, das gefällt mir. Okay, Crab Tank, jetzt bin ich gespannt. Oh, da kommt der Nerf. Da kommt der Nerf. Und er kriegt Endlag. Oh mein Gott, dieses Mal hauen sie ja richtig rein. Holy. Sie hauen rein. Also man kann eine Drittelsekunde kann man nicht attackieren, wenn man als Ball in der Gegend rumgerollt ist. Eine Drittelsekunde, das ist sau viel. Holy. Und man kriegt Endlag. Bevor man sich wieder bewegen kann, wenn der Crab vorbei ist. Alter, Splash ist tot. Also Splash ist nicht tot, aber Splash ist gebalanced. Das wird Splash wehtun. Leider auch den anderen Waffen, aber Splash sollte damit, zumindest die Crab Splash, ist schwerer zu meistern. Sagen wir es mal so. Natürlich immer noch eine starke Waffe, aber halt in Anführungszeichen nur noch stark. Das könnte tatsächlich helfen. Kraken! Okay. Das habe ich vorhergesagt. Ja. Kraken kann jetzt leichter vom Tower runtergeballert werden. Ja, und das ist der Clamblitz-Nerf. Es war klar, Kraken hat alleine Clamblitz und Tower Control kaputt gemacht, also mussten sie für beide Modi irgendwas sich ausdenken. Okay. Wenn man also jetzt den Kraken einsetzt, dann droppt man all seine Clams. Okay. So, den Burst-Bomb-Nerf finde ich richtig gut, wie der umgesetzt wurde. Ja. Das Lustige ist, den habe ich vorhergesagt. Also nicht am Anfang dieses Streams, weil Burstbomb habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben. Aber ich habe gesagt, meiner Meinung nach, wenn man Splash balancen will, muss man Burstbomb die In-Consumption höher stellen. Weil es eh keine Waffe gibt, wo Burstbomb gebalanced ist. Burstbomb ist so dermaßen gut, dass sie auf jeder Waffe komplett übertrieben gut ist. Und von daher, ich wäre sogar noch härter hingegangen. Ich hätte 55% gemacht oder 50%. Na? Aber okay, 45 ist auch ein guter... Ist auch schon mal ein guter Anfang. Man kann gucken, wo man hinkommt und zur Not kann man ja immer noch mal die In-Consumption hochsetzen. Gut, okay, nächstes Ding. Sub-Resistance up. Physis und Burst Bombs machen jetzt noch weniger Schaden, wenn man Sub-Resistance abträgt. Aber der Maximal-Reduction ist egal. Es ist jetzt einfach flachere Kurve und dafür fängt die ein bisschen höher an. Okay, von mir aus. Sie versuchen, Opening Gambit ins Game zu bringen. Okay, schauen wir mal. Also, okay. Okay, man kriegt jetzt nicht mehr 7,5 Sekunden extra, sondern das Doppelte. Das heißt, wenn ich ins Spiel reinkomme, habe ich ja 30 Sekunden, um irgendwas zu erreichen, also ein Splat zu kriegen oder ein Assist zu kriegen. Und wenn mir das gelingt, dann kriege ich für 15 Sekunden pro Splat oder Assists Opening Gambit zusätzlich. Das haben sie verbessert. Made it so that... Was? The Intensify Action Gear Ability will also occur in the... Oh! Oh mein Gott! Heilige Scheiße. Das kann man auf Blastern spielen. Opening Gambit is viable auf Blastern. Das ist ja insane. Hast du den Kraken-Nerf schon gelesen? Ja. Das war zu erwarten. Also hallo N4. Opening Gambit is viable auf Blastern. Kann das maximal auf 2,5 Minuten verlängern. Meinst du? Steht das irgendwo? Soweit ich weiß, hat Opening Gambit keine solche Einschränkung. Soweit ich weiß, kriegst du so viel, wie du willst. Ich meine, das kann ich mal schnell googeln. Und ich finde Schach. Ich meinte Splatoon 3. Okay, Opening Gambit. Nö. Es hat keinen Zeitcap.
Du hast halt 30 Sekunden und musst bis dahin deine Assists haben. Und dann kannst du, aber das wird ja immer weiter verlängert. Und das wird aber durchgehend verlängert. Also wenn du in den ersten 30 Sekunden 2 Assists kriegst, dann hast du schon eine Minute Opening Gambit. Wenn du in der Zeit wieder 2 Assists kriegst, hast du 1,5 Minuten. Und so weiter. Das hat kein Maximalcap. Steht hier auch bei Inkipedia zumindest nicht. Opening Gambit geht theoretisch bis zum ganzen Battle, wenn du richtig krass eine 20-Bomb droppst. Und da Opening Gambit dir sau viel Movement gibt und Ink Resistance, kann das durchaus auf Blastern richtig krass gut sein. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Das kann tatsächlich helfen. Also nee, Schmü, tatsächlich sowas nicht. Da täuschst du dich. Okay, schauen wir mal weiter. Points for Specials. Der Carbon Deko, okay, kriegt seine Trizooka schneller. Und die Gal Deko darf jetzt ihren Kraken nicht mehr spammen. Ja, das war zu erwarten. Dass die Splash keinen Points to Special kriegt, war auch zu erwarten. Man merkt wirklich, dass sie die Splash schon noch gut haben wollen. Aber jetzt mittlerweile etwas tun müssen. Dann täuschst du dich. Ja. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Opening Gambit ist ja nichts, was irgendjemand spielt. Daher muss man nicht wissen, wie es funktioniert. Ich muss da auch nachgucken. Aber mir war da im Hinterkopf, dass es das nicht gibt. Und zumindest Inkipedia sagt, es gibt keine Maximal-Duration. Wäre ja unfair, weil bei LDE gibt es die ja auch nicht. So, Salmon Run. Okay, also man hört jetzt den Kraken einfacher. Okay. So. Oh, okay. Alle goldenen Eier sind jetzt ungefähr gleich schnell eingesammelt für alle Spieler. Also Egg Delay ist jetzt tot. Die Animation wird angepasst. Du hast immer noch den Delay, aber wenn du viel Egg Delay hast wegen dem Internet, kannst du einfach, ne, teleportiert sich das Goldei einfach in deinen Rettungsring. Ist ja geil. Okay, aber sie sagen auch, wenn es zu extrem wird mit den Delays, dann kann es trotzdem sein, dass die unterschiedlich sind bei den Spielern. Interesting. Ob es jemand mal schafft, ein ganzes Spiel Opening Gambit zu behalten, mit dem Changes auf jeden Fall, denke ich mal. Wegen dem Inkjet und Dooley-Buff wollen Noah und ich die Endparries zurück. Die könnten halt echt funktionieren mit Inkjet. Das ist halt eins dieser Inkjet-Waffen, die auch wirklich funktionieren würden. So. Genau, Krakennerv habe ich schon gelesen. Hast du mir gerade allein durchgelesen, I see. Ja, wie gesagt, Kraken, also sie haben halt, man kann ihn leichter vom Tower schubsen und er kann keine Power Clamps mehr mitnehmen zum Korb. Was beides Changes sind, die sie machen mussten, weil Kraken halt diese beiden Modi kaputt gemacht hat. Nur das Plush-Gefühl spielen, okay. Ja, für Blaster ist Opening Gambit jetzt unter Umständen auch sinnvoll oder nutzbar. Also das kann durchaus sein, weil du halt im Endeffekt, ne, ich sag mal, du musst nur eine einzige Main da rein investieren und kriegst halt einen Haufen Movement, du brauchst kein Intensify Action mehr und du musst es halt nur schaffen, dass du halt innerhalb von 30 Sekunden einen Assist kriegst oder 2. Das kann halt echt gut funktionieren. Also, das kann ich mir vorstellen. Opening Gambit ist damit deutlich besser geworden. Okay, dieses Update fokussiert sich auf neue Splatfest-Daten, Splatfest-Punkte, ja, Multiplayer ein bisschen besser. Okay, die Punkte sorgen dafür, dass man sich nicht mehr so fühlt, dass es sich nicht mehr so anfühlt, als ob das Gewinnerteam bereits mit dem Vote entschieden wurde. The changes should highlight the unique traits of weapons and strengthen certain combinations of sub and special weapons. Okay. Sub-Weapons. Okay. Ahahaha, den Repetitive Use. Ja, die Leute spammen nicht nur Physis, die Leute spammen auch Burst Bombs. Na, sowas. Schön, dass die Burst Bombs jetzt auch mal auf die Finger kriegen. So, okay. Okay, jetzt, da sie wissen, wie die Specials gespielt werden, haben sie angepasst. I see. Der Kraken bleibt so, aber
unfavorable circumstances. Ja, Vorteile, die unfair sind, unfaire Vorteile, könnte man sagen, wurden etwas reduziert. Changes should ensure that lag will be minimal no matter which system is the host. Ja, ja, genau. Mhm. So. If the host system for wireless play in any may change. Ja, genau, das stimmt. Das gibt's ja auch. Ja. Genau. So, am Ende der Season kommt der nächste Patch. Ja, also das war der eine Patch, den wir kriegen. Das heißt, wir haben jetzt 2 Monate, müssen wir jetzt mit dem Spiel leben. Torpedos hätten sie auch 5% teurer machen sollen. Ja, möglicherweise. Ja, du kannst immer noch dahin jumpen zu einem Kraken. Ja, aber zumindest kann er keine Clamps mehr mitnehmen. Was es schon mal etwas schwieriger macht. Mini-Clamps sollen sie lassen, wie gesagt. Nö. Du kannst gar nichts mehr mitnehmen, fertig, aus. TC Points Buff. Was für ein Buff? Hä? Ich verstehe nicht, was du mit dem Points Buff meinst. Gut. Fixed an issue with collision detection speed that slightly lowered the accuracy of ink fired by shaking a brush at distance. Non-moving objects. Okay, den verstehe ich nicht. Was? Wenn 3 Leute gleichzeitig Splatbombs geworfen haben, dann sind manche davon nicht explodiert. Das ist ja lustig. Okay. Und du certain terrain not to travel according to the prediction. Ach ja, manchmal sind Sub-Weapons nicht so geflogen, wie es angezeigt worden ist. Na, guck. Ach so, Tricolor-Buff. Ach so. Ja, das ist halt der neue Modus. Und da der nur am letzten Tag verfügbar ist, das Ziel von denen war halt, dass der letzte Tag der ist, wo es entschieden wird. Und da der Modus nur am letzten Tag verfügbar ist, haben sie gesagt, sie machen da halt richtig Punkte rein. Von daher... Unique, die haben da eine Unique-Waffe ignoriert, einen gewissen Regenschirm. Stimmt, ich hatte mir eigentlich einen Brella-Buff erhofft. Oder zumindest, dass sie Brellas usable machen, aber irgendwie hassen sie die Waffenklasse und wollen da nichts tun. Okay, Autobomben können manchmal einfach durch die Map durchlaufen. I see, das haben sie gefixt. Crab Tank, who held down set up button before changing from mobile mode to attack mode, start firing rapid slightly faster than usual. Ach, das ist ja lustig. Also wenn du den Feuerbutton einfach festgehalten hast, ne? Dann hat er einfach angefangen. Dann hat er sofort angefangen. Das war einer dieser Dinge, die, glaube ich, die ganzen Top-Players ein bisschen abused haben. Finde ich gut, dass sie das weggemacht haben. Oh, Inkwerk ist jetzt tatsächlich auch von hinten verwundbar. Das lag also dran, weil er nach vorne gelaufen ist und die Hitbox vom Weg sich also zu spät aktualisiert hat. Ach so, interesting. Ja, genau, okay, den Tactic Cooler, der ist manchmal komisch geflogen, das haben sie gefixt. Naja, und der Kraken Royale, der konnte manchmal weiter springen, wenn man direkt nach einer Charge Attack einen Jump gemacht hat. Das habe ich oft gesehen, das haben viele Spieler gemacht. Das war also ein Bug, aha. Okay, und auch okay, das habe ich noch nicht gesehen, dass jemand das ausgenutzt hat, um weiter zu springen, wenn er eine Squid Roll gemacht hat von der Wand. Aber interesting, also das waren Bugs, aha. Oh, interesting. Das ist auch so. Das sind auch so indirekte Nerfs, ne? Weil das sind Sachen, die Spieler ausgenutzt haben. Du konntest also Squid rollen und Squid searchen, während du noch in dieser Verwandlungsphase warst, vom Kraken zurück zum normalen Squid. Haben sie auch deaktiviert. Aha, cool. Also, fixed an issue where the animation indicating a player led an enemy with a direct hit from a Rainmaker didn't display. Ah ja, okay.
Also, dass man da mit dem Rainmaker einen Direct gemacht hat und man hat halt einfach nicht gesehen, dass man ihn gekillt hat. Okay. Fixed an issue that caused the player to not take blast damage from an inkjet shot if it looked like the shot landed on their screen but not on the screen. Also wenn es so für den Inkjet-User nicht so ausgesehen hat, als ob er getroffen hat, dann ist auch kein Schaden zugefügt worden. Das ist jetzt aber manchmal anders, wenn man, ne? Spoiler, es gibt Tintenfische in diesem Spiel. Ban Inkling on Fire. Ich meine, wenn sie Brella buffen, hat ihr Golden Child vielleicht einen Konter. Das können wir nicht haben. Das können wir natürlich nicht haben. Gut. Aber gefühlt wird ein Open Profi Dead sein. Ach, es gibt schon genug Leute, die das noch spielen. Keine Sorge. Werde safe wieder 6 Muscheln haben und dann finde ich noch Mitspieler. Selbst, also ich meine, dir bedeutet das was, das akzeptiere ich, aber mir persönlich ist das halt einfach scheißegal. Splatfest ist sowas. Da mache ich meinen höchsten Rang und dann kann das Splatfest mal sonst wohin gehen. Na? Ich habe meine Tricolor-Wins, ich habe meine Badges, ich habe meine normalen Wins beim Turf, wo sind auch schon relativ viele. Das ist Revierkampf, das ist mir egal. Das ist der Tutorial-Modus, den muss ich nicht mehr spielen. So, genau. Aber hallo Kyo, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Das sind ganz schön krasse Patch-Notes bis hierhin. Also, huiuiui. Gut, das ist ein Bugfix für den Ultra-Stamp. Das ist einer dieser müde, weil er ist aufgestanden. Ja, es gibt einen neuen Patch. Sie haben richtig... Hast du schon durchgeflogen? Da weißt du ja schon, was los ist. Sie haben ja richtig losgelegt, Alter. Opening Gambit Luna ist jetzt viable. Das ist echt lustig. Das gefällt mir so. Opening Gambit Luna, die neue Strat, Alter. Okay. Genau. Also hier, das ist ein bisschen, ne, weil der so inkonsistent war und so, das haben sie ein bisschen gefixt. Okay. Fix an issue in Scorch Gorge in Clamless Mode, where clamps but not placed symmetrical. Ah ja, okay, also die Clamps sind falsch gesetzt worden, wenn der Kampf losgegangen ist. Manchmal war in Hagelfisch ein bisschen Terrain durchsichtig, obwohl es das nicht sein sollte, je nachdem, wo man stand, die Kamera hatte. Hammerhead. Wo ein Spieler manchmal an Stellen kommen durfte, wo er nicht durfte. Okay. Okay, auch in Mahi Mahi waren die Clamps nicht immer symmetrisch gebaut. Okay, manchmal durfte man Wahoo nicht schwimmen, obwohl man ganz klar die Ding gepaintet hat. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das wurde laut Players to Swim. Und genau andersrum nochmal. Da konnte man auch einfach mal. Konnte man auch einfach mal über Glas schwimmen, okay. Okay, da konnte man an Brinewater konnte man manchmal zwischen Tower und irgendwelchen Wänden gefangen werden und das haben sie gefixt. Okay. Adjusted part of the terrain in Flauder Heights to fix an issue that enables players to use enemy to invade the enemy base. Okay, da konnte man irgendwie, also in Flounder Heights konnte man irgendwie mit dem Kraken in den Gegnerspawn rein und das sollte man eigentlich nicht und das haben sie jetzt gefixt. Okay. To fall into trees at telephone poles. Okay, also wenn man den Superjump eingesetzt hat, dann sind die Dinger manchmal an Stellen gelandet, wo sie nicht sollten, zum Beispiel auf Bäumen. Und das haben sie gefixt. Okay. Okay, und manchmal sind Subs in Manta Maria also irgendwo im Boden verschwunden, wenn man sie auf gewisse Art und Weise geworfen hat. Okay, und manchmal ist auch der Mast in der Mitte von Manta Maria schlecht gepaintet worden oder unnatürlich gepaintet worden, wenn man drauf geschossen hat. Okay, so. Manchmal hat man im Big Run kein... Oh mein Gott, manchmal hat man im Big Run einfach kein Badge gekriegt, obwohl man den Badge eigentlich verdient hatte. Oh, das ist ja bitter. Ah ja, cool. Und die Spieler kriegen direkt, wenn sie das nächste Mal dann das Spiel starten, den Badge nachgereicht. Das ist schön.
Ah ja, okay, von den neuen Anzügen hat es so ausgesehen, als ob man keine Special mehr hat an den Anzügen. Wenn man beide schon genutzt hatte und einen dieser neuen Anzüge getragen hat, okay, ja, okay. Da hat er dann einfach das Päckchen am Helm gefehlt. So. Er ist aufgestanden, wann warst du im Bett? Keine Sorge, ich werde dafür Splatfish spielen, für die Muscheln. Ja, ich spiele halt bis zum höchsten Rang, dann kriege ich meine Muscheln und dann spiele ich maximal, wenn ich noch Bock habe. Ob ich Bock habe? Ich weiß ja nicht. Okay. Ach, das ist ja interessant. Und manchmal konnte man sich nicht mehr bewegen in Salmon Run, während die Welle sich, also ne, während die Waves sich geändert hat. Interesting, das ist mir noch nicht passiert. Was? Es gab einen Fehler, dass Flyfische nicht mehr getötet werden konnten. Wenn das Cockpit von einem Slamming Lid erwischt wurde, dann war es sozusagen schon halb tot, oder was? Ah, das ist ja lustig. So, Goldie Seeking. Ha? Achte Jemin, okay, ein Lag-Issue bei Goldie Seeking, wo tatsächlich diese Pipes, diese Dinger, die Gasher unterschiedlich. Achso, der State. Also bei manche haben einfach nicht gesehen, dass der Goldie rausgekommen ist und konnten den dann nicht attackieren. Das ist ja lustig. Eieiei. Okay, und dann konnten irgendwie beim Mutterschiff konnten die Boxen teilweise nicht zerstört werden. Die sind nicht explodiert, wenn man die Chinooks getötet hat. Okay, okay, und dann auch wieder ein Synchronisierungs-Issue, wo manchmal die Box, wenn man die Fliegerviecher gekillt hat, manchmal ist die Box kaputt gegangen bei manchen Spielern, bei anderen Spielern ist sie geblieben. Ja, okay, von mir aus. So, okay. Stickers hat es. It's an issue that made certain stickers hard to see against the background when a player got them. Sticker? Ah, weiß ich jetzt nicht. Also da hätten sie noch definieren können, an welcher Stelle das sein soll. Okay. Okay, wow. Ja, das ist sehr wichtig. Also bekanntlich weiß man ja, Voice-Chat ist sehr, sehr wichtig. Hier. Und manchmal hat es für manche Spieler so ausgesehen, als ob den gar keiner nutzen würde, selbst wenn er genutzt worden wäre, was nie passiert ist. Aber, you know. Okay, und jetzt wird es immer korrekt angezeigt. Na dann. Fixed a rare issue. Oh, ein seltenes Problem. Oha. Wo das Spiel manchmal abgestürzt ist, wenn man gewisse Dinge an der Freshest Fits Page geändert hat. Ja, alles klar. Where if the player pressed the ZR button while in Hotlantis to change the product display, then went to another shop before returning to Hotlantis, the product display would not revert to its original. Okay, das sind so kleine Dinger. Wenn ich irgendwie die Detailpage aufmache in Hotlantis und dann wechsle und wieder zurückgehe und dann ist immer noch die Detailseite offen. Och, ja, Gottola. Ja, die sind in den Lockers, aber das ist ja, when a player got them. Das klingt für mich so nach erhalten, so in dem Moment, wo der Spieler die bekommt. Aber da wüsste ich halt nicht, ja, das hätten sie ein bisschen besser beschreiben können. Aber ist ja egal, es ist ja nur ein bisschen ästhetisch. Na? Ja, das hatte ich, glaube ich, auch ein paar Mal gehabt. Na, man konnte ab und zu seinen Alias nicht setzen, wenn man das Passwort für einen Privatkampf aussetzen wollte. Joa, also ich würde mal sagen, es sind Änderungen. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Das ist krass. Das ist ziemlich stark. Das ist relativ krass. Das ist übel insane. Das weiß ich nicht. Das hier weiß ich noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mini jetzt viable wird, weil Mini andere Schwächen hat als die Fire Duration, also weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das ist ziemlich krass. Das hier könnte richtig krass sein. Also der könnte richtig einschlagen, eventuell, vielleicht. Da weiß ich nicht, das ist wichtig und richtig. Das ist ziemlich gut, das ist ganz gut. Das ist wertlos. Und fixt mal wieder nicht die Probleme, die das Special hat. Also ich glaube nicht, dass das viel ändern wird. Reef Slider wird weiterhin ziemlich scheiße sein. Aber okay.
Das ist ziemlich krass. Das ist ziemlich krass. Das ist relativ krass. Ja, wobei, das ist sogar ziemlich krass. Das ist das ist schon ordentlich. Ja, und das war zu erwarten. Genau. Das hier ist ziemlich krass. ja, und von mir aus. Genau, das weiß ich nicht. Das fühlt sich so ein bisschen random an, weil Carbon eigentlich schon recht oft gespielt wird. Das hier ist zu erwarten gewesen. Ja, das ist in Ordnung. Das ist eh egal. Salmon Run, wen juckt das? Ja, also im Endeffekt, schauen wir mal, was hatte ich erwartet? Kein Splash-Nerf, habe ich recht. Habe ich recht, mein C hin. Check. Ja, das war falsch. Das war so mittelmäßig richtig. Ja, der stärkere Rückstoß kam in TC tatsächlich. A random 52-Buff haben wir dieses Mal nicht bekommen. Und so Special-Buffs haben sie nicht viele gemacht. Das ist so halb-halb, ne? H/H, halb-halb. Weil es ist schon ein Buff, aber kein bedeutender. Ein Buff, der aber nichts bringen wird. Ja, nee. Nee. Also der Lunar Blaster, das wird richtig krass. Ja, random Sloshing Nerf ohne Grund haben wir nicht gekriegt. Das ist auch halb-halb, weil Physis jetzt, ne? Physis kriegen jetzt auf die Schnauze von Dingskirchens. Ja, wenn man das zusammenzählt, 1, 2, 3, 3,5, 4, 1, 2, 3, 4, hatte ich 50% recht. Ist doch auch nicht schlecht, ne, gute Quote, ich bin sozusagen jetzt schon der nächste Leaker, so wie sich das gehört. Also, da wollte er jetzt noch speichern, ja, egal. So. Ich freue mich, das ist tatsächlich nicht verkehrt. Glaube ich. Ich glaube vor allem auch, jetzt haben sie endlich mal der Splash ein bisschen wehgetan. Sie müssen ja die Splash nicht zur absoluten Kackwaffe umbauen, die nichts mehr kann. Aber der Burstbomb, ich meine, den Burstbomb-Nerf, den sehe ich ein bisschen kritisch. Weil der im Endeffekt einfach dafür sorgt, dass LDE besser wird. Na? Aber der Crab-Nerf wird auf jeden Fall, denke ich, sehr viel am Game ändern und Splash ein bisschen zurückstoßen. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, das ist soweit schon ganz okay. Das kann man schon so machen. Man kann es natürlich auch anders machen, aber man kann das schon so machen. Es geht schon. Wenn man muss, ne? Okay. So. Wo ist mein Controller? Da ist mein Controller. Okay. Jetzt kommt die T-Tech-Meter. Ah, glaube ich nicht. Als ob das schon... Achso, ja, warte, natürlich. Weil ja, der Buff ist ja noch nicht draußen. Alter, so viele Waffen, die ich gerne spielen will, sind jetzt auf einmal gebufft worden. Slosher ist besser. Luna ist besser. Alter, muss ich doch nochmal mit Noah reden. Luna kann jetzt richtig krass werden. Ich werde das hart ausprobieren. Also das ist tatsächlich, ich glaube, der Buff wird richtig reinhauen. Okay, City, please. Ein bisschen was zu tun, gell? Jo, Alter. Es geht. Splatoon Viper hat jetzt ein gutes Special. Ja, Luna halt auch. Nein. So. Bin mal gespannt, wann ich da endlich mal den goldenen Orden kriege, weil langsam dauert mir das doch ein bisschen zu lang. Immer noch kein goldener Orden. Ich werde nicht mehr. So. Das Ding ist halt, bevor die Leute T-Tech spielen, spielen sie lieber mit anderen Dingen. Wie heißt die Splash Neo? Was weird ist, weil die Splash Neo schlechter ist als der T-Tech, aber aus irgendeinem Grund lieben die Leute Splash so sehr, dass sie lieber Splash Neo spielen als die gute. Das ist ein Banner, oder? Ja, der ist in Ordnung. Na gut. Equippen wir mal unseren neuen Banner. Vanilla Luna ist mir lieber. Na, Alter. Alter, der Stamp Luna wird jetzt abgehen. Mit dem Patch wird Stamp Luna richtig viable. Das wird Spaß. Und ja, ich werde tatsächlich Opening Gambit ausprobieren. Die Überlegung, drei Mains Intensify Action kostenlos zu kriegen, ist insane.
und halt viel Swim Speed. Du machst basically Ninja, machst ein bisschen Intensify Action, machst ein bisschen Dingenskirchens. Na, das ist... Und hast halt zumindest anfangs richtig, richtig viel. Luna braucht ja eigentlich nichts. Luna braucht kein LDE. Klar, Fizzy Spam. Aber Luna ist jetzt nicht die Spam-Waffe eigentlich. Luna ist nicht die Spam-Waffe. Weil die Klecksbombe gut drauf passt, ja. Aber das Special ist schlechter. Zipcaster funktioniert absolut gar nicht auf Luna. Und Stam funktioniert zumindest so ein kleines bisschen. Ist immer noch keine gute, ja, immer noch keine gute Wahl für Luna. Aber Zipcaster ist halt wirklich Waste. Das war das, mit einer der schlechtesten Specials, die Luna kriegen konnte. Und die Splatbomb ist natürlich gut, aber ich mag die Fizzy mehr, weil sie mir Bewegung gibt. Ja, Fizzy schmeißt du und dann kannst du da durchschwimmen und hast keinen Endlag. So, okay. Was wollte ich machen? Ah ja, genau, ich wollte in die Shops rein. Mal wieder ein bisschen Geld in Richtung Millionen schustern, dass wir da irgendwann mal durchkommen. Das wäre ganz schön. Nichts, was ich brauche. 10.000 ist immer gut. Na, sonst nichts, was ich brauche. Oh, yes! Ich habe extra gespart. In der Hoffnung, es kommt nochmal. Ansonsten brauche ich nichts. Perfekt. Jawohl. 5 Sterne, Alter. Und weg ist mein Geld, das ich so lange gespart habe. Du musst jetzt zurück in die Arbeit. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß auf der Arbeit. Bis später. Ich bin auch nicht mehr lange auf. Also nicht mehr lange on. Mir fehlt nur noch der von den Schuhen auf 1 Million. So. Nice. Ja, der von den Schuhen ist jetzt 200.000 näher an den 1 Million. So, okay. Nee, hat sich noch nichts geändert. Ich liebe diese Abendstimmung. Ich wünschte, das würde es öfters geben. Also Splatfest brauche ich nicht öfters, aber diese Abendstimmung ist einfach geil. Ich hoffe nach dem Splatfest, dass sie hingehen und sagen und einen Tag-Nacht-Zyklus implementieren. Dass man diesen Sonnenuntergang im Endeffekt oder diesen niedrigen Sonnenstand zweimal am Tag hat. Das wäre saugeil. Bei der Lampe gibt es einen Bug. Bei welcher Lampe? Bei der? Oder meinst du bei der? Ja, ich habe schon mal jemand da oben stehen sehen. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Konnte man da nicht irgendwie auf das Schild hier? Auf dem Schild dann irgendwie hoch? Ah ja, da kommt man durch. Okay, ja, dann geht das da irgendwie. Da gibt es einen unsichtbaren Kasten. Ah, guck. Anyways. Smokey will online, will Open spielen. Ja, wir können mal ein bisschen Open spielen. Das können wir gerne tun. Aber nicht viele Matches. Seit der Splatfest-Ankündigung, ja, dann ist das wahrscheinlich irgendein Objekt, das erst später noch sichtbar geschaltet wird. Würde ich mal vermuten. Yay, 5 Sterne. Was ist denn eigentlich Open? Oh je. Oh je. Halt. Na gut. Bin mal ein bisschen open. Ist so ein Musikkasten. I see. Nur zur Warnung, Smokey, ich bin aktuell nicht so ganz wach. Der Jet. Oha, da will wohl jemand hier Backline üben.
Was ist das für eine Rotation? Es ist eine Rotation. Es ist definitiv eine Rotation, da hast du recht. Battle Time. Es ist auf jeden Fall eine Rotation, ja. So, okay. Schauen wir mal. Minsmeet ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblings-Splatzones-Map, aber... Mein Gott, was soll das schon passieren? Ein Drop-Roller Ninja Forge. Oh Gott. Ja, genau. Ich mach ich fertig, Alter. So. Und natürlich Double Backland, das ist mal wieder sehr liebenswürdig. Bye. Back. Ja, hallo? You dead? Nö? Hallo, du tot! Respawn bitte! Dankeschön! 2 Hits equals tot! Das ist 3R! Der braucht keine 5 Hits! Eieiei. Na gut. Bullshit, Alter. Okay. Na gut. Ich muss irgendwie gucken, dass ich den Rapid tot kriege. Der hat so viel Range. Ach, das war da unten. Na klar, kein Direct. Kein Schaden durch Torpedo. Klar sterbe ich. Na okay, der Blob war's. Wir müssen irgendwie den Rapid wegkriegen. Kann ihn nicht fertig machen. In dieser Regen, what the fuck? Okay. Mhm. Ja, T-Tech, das waren jetzt 5 Hits. Du darfst langsam sterben. Bullshit, Alter. Hier ist ein harter Lag enthalten. Oh, holy fuck. Nö. Weg. War ich dann auch mal. Auch da ist der T-Tech wieder gestorben. Okay, T-Tech, deine Extra-Rüstung wird dir aberkannt. Bullshit, Alter. Holy. Da hat aber jemand gut Lag. Ja, sie haben Lag bis zum Glück nicht mehr. Können sie bitte disconnecten? Man braucht in diesem Spiel eine Internetverbindung. Ah, natürlich, Alter. Okay. Natürlich guckt dann auf mich. Ich komme nicht in den Gegner. Ich hasse die Map. Sie ist so schlecht, Alter. Spoiler zu was? Beweg dich doch! Du bist in eigener Tinte. Beweg dich! Ich hab leider Lag, bei mir wird das nicht umgefärbt. Hallo. Oh mein Gott, ey. Ich kann nichts machen, es ist so frustrierend. Weg. Dafür, dass du keinen Kill gekriegt hast. Haben wir jetzt Delete. Demnächst zurück. Oh mein Gott. Ah. Ich war oben auf der Brücke. Okay.
2 Indirects, 120 Damage. Na klar, mein bester Rapid. Na klar. Ich liebe es. Ich liebe es. Bullshit. Wenn ich das mit Rapid mache, kriege ich nicht einen einzigen Kill. Passt. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Ich hasse Mincemeat. Ich hasse die Map, Alter. Ich hasse die Map. Okay. Ninja Forge, ich weiß ja nicht. Kann man schon machen. Ich hasse die Map, Alter. Das ist schrecklich. Was zieht halt die Zone gefärbt, ja. Es ist, was willst du auf der Map auch anders machen? Es ist ein Wunder, dass ich so oft reingekommen bin und, you know, aber holy, das war ein schlechtes Match von mir. Eieieiei. Oh Gott. Aber hallo Flups auf jeden Fall. Ja, man hat gesehen. Da war sehr viel Support. Sehr viel Support, sehr viel am Leben bleiben. I love Lean. Okay. Ja. Okay. Gut gemacht auf jeden Fall. Aber das war schmerzhaft. Und wir bleiben bei Double Backline. Oh je. Das ist keine 3R Rotation, by the way. Das ist definitiv keine Rotation für den 3R. Oh, wir haben den Blaster. Oh je, Mine. Schauen wir mal. Eine Sloshing, die voll reingeht. Oh je, die gehen alle voll rein. Scheiße. Okay. Bisher habe ich gut gespielt. Leider habe ich den Respawn-Zeitraum verpasst. Ich freue mich, wenn du dein dummes Special nicht mehr so gut verwenden kannst. Ja. Ich finde es gut, dass sie was gegen die Kackwaffe machen. Es wird Zeit, dass die ganzen Bots endlich mal ein bisschen schwieriger sich anstrengen müssen. Okay. Tot. Ja. Okay, wir sind controlled, okay. Passt. Kann man immer noch gewinnen. Bullshit, ich stehe in meiner eigenen Tinte. Du musst erst den Boden umfärben, bevor ich den Malung kriege. Hallo, Control-Stick nach links bedeutet, ich bewege mich. Nicht im vorauseilenden Gehorsam, einfach schon mal aufhören, sich zu bewegen. Hallo, ich habe eine Squid-Roll gemacht. Nein, wir dürfen Movement nicht manipulieren. Das war noch grün, der Boden. Ich hasse es. Kann ich bitte Host werden in dem Ding?
Wenn ich einen Squid Roll mache, dann wird die bitte ausgeführt und nicht, ja, in einer Sekunde wird das Ding umgefärbt. Bullshit. Piss dich. Piss dich. Piss dich. Vielleicht nochmal. Piss dich. So. Vielleicht nochmal. So, gut. Ich mag die Map nicht. Ja, klar. Er kann durch meine Tinte schwimmen. Aber ich kann nicht durch meine Tinte schwimmen. Hallo, ich bin grün, er ist rosa. Bitte Farben anpassen. Holy fuck, Alter. Oh mein Gott. Nein. Dreck-Special. Absolutes Scheiß-Special. Ich freue mich so auf den Nerf. Und hoffe sehr, dass er richtig dafür sorgt, dass Leute wie du den nicht mehr spielen. Aber dafür wird er wahrscheinlich nicht gut genug sein. Hallo. Okay, ich habe wahrscheinlich zwei Leute getroffen. Ich hasse beide Maps irgendwie. Weil ich hier nicht mal mehr in eigener Tinte Squid Rolls machen kann. Okay. Okay. Welche von beiden fehlt? Die. Hallo Anton auf jeden Fall. Ist gut. Ja, du. Weg mit dir. So. Und dann der Mann. Ich wusste nicht, wo er ist. Schade. Egal. So. Okay, schade. Guter Versuch. Auf der Map würde ich normalerweise auch kein 3R spielen. Normalerweise würde ich die Map gar nicht spielen. Hallo Jaden. So. Wenigstens endlich. Wenigstens positiv. Das ist wichtig. Na gut. Ich mag diesen Nestbein nicht. Ja. Der Patch sorgt, glaube ich, auf jeden Fall dafür, dass wir endlich mal wieder andere Waffen sehen. Ich glaube zwar, die Top-Waffen werden immer noch die gleichen bleiben. Aber ich glaube, andere Waffen kommen jetzt endlich ein bisschen näher dran. Das ist die große Hoffnung. Ich glaube, so ein Luna Blaster beispielsweise, der wird schon ordentlich wehtun. 50% mehr Blast Radius ist insane. Das ist ziemlich krass. Ich meine, der Big Spig weiß ich nicht, ob das viel hilft. Mini ist weird. Aber der Luna wird, glaube ich, ziemlich einschlagen. Dann kriegt der Neo Luna, kriegt auch noch einen Hammer gleich nochmal verstärkt. Das könnte schon richtig krass werden. So, okay. Ein normaler Carbon. Muss man aushalten. Ninja Stealth Block, okay. Hier. Hi.
Ich hab noch einen gekriegt. Okay. So, schön. Okay, das war einer. Oh, das ist der Blau. Das ist das Loscher, das ist das Loscher. Ja, oh, verdammt, ich hab daneben geworfen. Dachte, ich könnte treffen. Okay, das war nicer Lag. Okay, so. Also, solange ich meine Trades kriege, ist alles gut. Oh, da ist nicht genug gepainted. Hallo, Kletter, bitte. Das war scheiße in der Raum. Was ist hier? Mein Trade. Gut, ich krieg meine Kills. Das ist wichtig. Hab ich den Karben nicht auch zweimal getroffen? Hä? Der Drop Roller? Ja, okay. Der Drop Roller, das war mir nicht in Erinnerung. Oh mein Gott, als ob mich die Bombe da getroffen hat, das ist ja dumm. Rein. Of course, okay. Ja, oder wir kriegen das nicht hin. Okay. Okay. Das sieht schlecht aus. Gute Dinge. Ist nicht gut genug. Ich glaube, der Patch geht in die richtige Richtung zumindest. Hier. What? Wie habe ich denn den Slosher da jetzt nicht gekillt? Der stand doch direkt am Rand und hatte sein Special aktiv. Damit kann man nicht wegschwimmen. Hä? Okay, den habe ich jetzt nicht verstanden. Wahrscheinlich war das Special gerade in dem Moment vorbei. Na gut.
Na gut, zwei Spiele noch. Nach dem besten Patch aus bisher. Naja, das ist der beste Patch bisher. Das ist, die Latte liegt da jetzt nicht so hoch, ne? Ah ja. Es geht schon klar, der Patch. Weiß ich nicht, Smokey. Ich bin die einzige Person, die in 1 gegen 1 geht. Da bin ich mir zumindest sicher. Ah, hier zumindest der Junior ist zurück. Gekillt, das ist gut. Das hätte mir Opening Game mitgegeben. Das hätte mir 30 Sekunden mehr Opening Game mitgegeben. Okay, wir haben ziemlich viel Kontrolle gerade, das ist sehr schön. Okay. Ah, ich bin jetzt wahrscheinlich schon mal angerannt. Das ist bitter. Oh Gott. Ja, schmeiß doch! Oh, ich hab verfehlt. Alles bitter. Das machst du nicht. Jetzt mal bitte weg. Geh dich. Drei down. Haben wir uns leider auch. Geh dich. Na gut, ein letztes Spiel noch. Na gut, ich freue mich mal drauf. Auf den Patch. Bin mal gespannt. So.
Na gut. Oh Gott, ich war unten. Ich habe ihn nicht getroffen! Oh. Das war schlecht. Na gut. Pass, gewonnen. Sehr schön. Na gut. So, ich glaube, ich höre auf mit dem Stream. Das reicht dann auch. So. Danke, dass du mit mir gespielt hast, Smoky. Ja, war nicht schlecht. Ja, gute Aufwärmübung. Keine Ahnung, ob ich heute Abend nochmal spielen werde. Mal gucken. Oh ja, okay. So. Schon irgendwie weird, dass ich aber immer kein Geld mehr habe. Sonst immer sau viel Cash gehabt, ne? Aber jetzt aktuell sieht es schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus mit dem Geld. Okay. Ja, aktuell spiele ich nicht so viel Splatoon. Also ich bin sehr im Stress aktuell und vom Ding her
habe ich dann nicht wirklich die Lust, Splatoon zu spielen. Heute Abend spiele ich auf jeden Fall mit Willen Academy. Das wird ja ein Spaß. Und ja. Mal gucken. Ich glaube, morgen spiele ich auch nochmal mit ihm. Das sind so die zwei Teamtermine. Wobei ich aktuell... Na, mal gucken, wie der Patch sich anfühlen wird, denke ich mal. Aber es ist aktuell so viel mit dem Lernen und mit dem Studium. Muss dann auch später noch, muss ich mich im Quellcode einlesen. Das kann unter Umständen auch dauern. Das ist einfach viel zu tun vom Studium aktuell. Ich habe mir da ganz schön viel vorgenommen. Von daher. Ja, aber 117 was? Zu den Conchels. Es sind nur 107, nicht 117. Ach so, von denen, die du haben musst. Denk dran, dass nach 99 erstmal keine weiteren mehr gesammelt werden kann. Also wenn du 99 hast, musst du wieder ausgeben. 107 kriegst du einen seltenen Zug. Ah. Aber wie gesagt, denk dran, 99 ist die Grenze. Wenn du 99 hast, kannst du keine weiteren mehr sammeln. Dann musst du erstmal alle ausgeben. Ach so. 65 ist eine Schätzung. Na guck. So. Ich hoffe, dass nach, wenn das Semester dann mal halbwegs eingespielt ist, dass sich das mit dem Studium ein bisschen... Warum konnte ich da wieder keine Squidroll machen? Dass ich das mit dem Studium dann ein bisschen bessert, sage ich mal. Dass ich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit und vor allem mehr Lust habe. In letzter Zeit ist es wirklich schon echt anstrengend irgendwie. Wenn das jetzt das ganze Semester so anstrengend weitergeht, dann bin ich am Ende des Semesters tot. Das ist echt sehr belastend irgendwie gerade. Also es ist viel zu lernen. Ich meine, es wird etwas weniger Lernstoff, wenn ich mich entschieden habe, welches von beiden Wahlpflichtfächern ich abwähle. Dann ist das schon mal weg an Lernstoff, aber... Ja, es ist trotzdem schön. Er ist trotzdem schon ordentlich Stoff, also. Es wird auch so. Wahrscheinlich bin ich aktuell zu sehr an der 100%-Regel dran, vermute ich mal. Aber ja. Also halt selbst am Wochenende wird es schwer mit dem Ausspannen irgendwie. Das ist aktuell schwierig. Mal gucken. Deswegen ist mein Ziel mit den 50, also mit dem S plus 50 ist eigentlich basically, hat sich erledigt. Unter der Last vom Studium brauche ich da nicht dran denken. Das ist... Also aktuell brauche ich da gar nicht an S plus 50 denken. Wenn ich aktuell so viel Studienlast habe, wird das nichts. Weil die Splatfest durchsuchten für den Sweeten mal 0,2 Bonus. Also mal 1,2 Bonus. Ja. Mir ist es halt wie gesagt egal. Das. Ich kriege zwar in, ich weiß gar nicht, wie viel... 100 kriege ich einen seltenen Titel. Das ist viel. Halt, muss ich ja erst alles clearen und muss ja dann den Titel auswählen. 159. Das wäre sogar noch drin für diese Season. Aber ich denke mir halt, na, ich will nicht so viel suchten. 58 sind es. Ich habe ja heute eins angelöst.
Na gut. So. Man darf gespannt sein. Also die Patches sind auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Ich denke mal, das wird ein bisschen was ändern. Anyways, es wird Zeit, dass ich zurück auf die Arbeit gehe. Danke, dass ihr zugeschaut habt und habt einen schönen Tag. Heute Abend spiele ich, wie gesagt, nochmal. Du hast das Update noch nicht runtergeladen, oder? Das ist doch erst morgen raus, dachte ich. Oder täusche ich mich da? Ich dachte, das ist erst morgen, kommt das raus. Aber keine Ahnung. Da stand 30.03., da kann ja nichts downloaden. Ja, keine Ahnung. Also ich hab's noch nicht gekriegt. Das wird ja irgendwann freigeschaltet. Also es kommt ja automatisch. Ich guck da jetzt nicht, dass ich das irgendwo herkriegen muss. Effektiv wird's ja eh erst gleichzeitig auf der ganzen Welt. Weil die können ja nicht mit unterschiedlichen Spielversionen spielen. Und von daher, wenn das dann soweit ist, wird das halt schon freigeschaltet werden. Ja, von mehreren Personen kenne ich nicht, haben sich mir nicht vorgestellt. Also mir ist es nicht angeboten worden bisher und ich suche das jetzt auch nicht extra, von daher. Na gut, so, okay. Also dann habt einen schönen Tag, ne? Bis bald, bye bye, tschö tschö mit Ö, tschüsselü.